Das heißt, Ligandenketose, das war über diesen Hitzestress, wo es erstmal die Frage kam, wow, wenn tatsächlich scheint tatsächlich dieser durchlässige Darm da eine Rolle zu spielen. Und der nächste Schritt war, bei Hitzestress hat man das erkannt. Und da war die Frage, Mensch, die Ähnlichkeiten sind ja frappierend. Was ist denn eigentlich mit der Ketose? So. Und bisher war es so, seit 50 Jahren, dass man gesagt hat, okay, so habe ich es noch gelernt, so bin ich auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit davon ausgegangen, dass halt eben die Fettmobilisation eigentlich die Mutter aller Erkrankungen ist. Ne? Das heißt, wenn man abnimmt, nimmt man nicht auf. Also das war immer so ein Spruch vom Professor Föhn in Leipzig, den habe ich mir gemerkt. Und ich muss ehrlich sagen, es waren diese NEFA, ne, diese Non-Esterified Fatty, diese nicht verästerten freien Fettsäuren, die verursachen den Fettleber, weil sie zu viel im Blut sind und damit die Fettleber verstopfen und eine Ketose auslösen. So. Und damit ist natürlich Ketose die Berufskrankheit unserer Hohlandskühe schlechthin. Zumindest ist es bisher eigentlich so angesehen worden. Ne? Und auch aus gutem Grund, wenn man sich die vielen Studien anschaut, die also gerade den Zusammenhang zwischen NEFA und diesen Ketonkörpern, der ist ziemlich eindeutig. Und das ist ganz interessant, das auch zu sehen. Ihr seht eine Fülle an Studien, die haben sich alle nicht geirrt. Bloß die haben eins nicht gemacht zu der Zeit. Die haben die Darmgesundheit nicht angeschaut in dem Zusammenhang. Die haben einfach nur geschaut, okay, habe ich eine Entzündung? Habe ich also die Mitritis und was machen meine Ketonkörper? Oder habe ich Nachverzweigung? Was machen meine Ketonkörper? Und klar, heute weiß man, wenn die Entzündung da ist, kann die Entzündung letztendlich vielleicht von den Sachen ausgehen oder aber es kann dieser durchlässige Darm sein und der verursacht dann die Ketonkörper. Das ist ganz neu. So, ne? Und ja, und die Frage war immer noch letztendlich, okay, mit den NEFA. Bei Hitzestress übrigens sind die NEFA überhaupt nicht erhöht. Das hat dazu geführt, nur auch, dass man immer mehr Zweifel hatte an dieser Theorie. Und die Frage, die sich die Wissenschaftler da in Iowa gestellt hatten, und das waren die ersten, die mittlerweile sind es also eine ganze Reihe von Instituten, die auf dieser Schiene unterwegs sind, die sagen, okay, vielleicht sind die NEFA ja nur eine Begleiterscheinung, Ausdruck vielleicht der Energieunterversorgung und die können gar nichts dafür. Und vielleicht brauchen wir auch ein Gleichgewicht, damit es gestört ist. Das heißt, in der Leber zwischen Zufluss und Abfluss. Und genau das scheint es wohl zu sein, dass die Leber selber im Mittelpunkt von der Entzündung steht. Das heißt, vielleicht findet etwas einen effizienten Abfluss der Leberfette. Und genau das ist immer mehr in den Mittelpunkt dann gerückt, wo man gesagt, okay, pass auf, der Darm ist entzündet, Darm macht auf und da kommen immer mehr Giftstoffe dann an die Leber ran. Fütterung und Darmentzündung. Ne? Da gab es eine Studie im gleichen Zeitraum, vielleicht vor 10 Jahren, die auf sich aufmerksam gemacht hat. Und das ist jetzt wieder sehr praktisch, wo man sich überlegt, wo wir leider oftmals sehr neidisch nach Amerika, vielleicht nach Frankreich gucken und uns für teuer Geld vielleicht Alpha-Alpha-Heu holen. Ne? Also diese wichtige Eiweiß- und Faserkomponente. Man hat gesehen, und zwar in Pellets, die haben Versuche gemacht, wo sie also in beiden Gruppen, das waren also hier Bullen gewesen, Ochsen, die hat man bewusst sauer gefüttert in eine Pansenazidose und zwar einmal mit einer wahnsinnig hohen Menge von diesen Alpha-Pellets als Kraftfutter. Schaffst du, keine Frage, na, damit man sie wirklich dann also überfütterst. Aber genauso gut mit Getreidepellets. Also der Unterschied zwischen Getreide, na, und Alpha-Alpha-Heu, es ist ja von Energie kannst du gleich haben, aber die Verdaulichkeit. Und beide kannst du aber letztendlich im Pansen zu einer Azidose führen. Das heißt, das Kriterium war, dass an die 300 Minuten also unter 5,6 pH-Wert zu sein. Und das war die Definition, dass man eine Pansenazidose, und zwar eine Subakute, eine SARA, sogenannte SARA ausgelöst hat. Und das Ganze wurde dadurch verifiziert, dass die LPS wurden gemessen. Das heißt, das, was wir vorhin hatten, und zwar, dass eben gramnegative Bakterien absterben und als Zeichen oder als Folge von dieser pH-Wertsenkung. Und man sieht, dass eben sogar bei Alpha-Alpha-Pellets die LPS im Pansen, eine Pansenflüssigkeit sogar höher ist. Also das sind Wahnsinnswerte, die erreicht werden. So. Und dann hat man geschaut, dann hat man mal die Blutwerte verglichen, Blut als Ausdruck dessen, was tatsächlich letztendlich dann im Blut ankommt. Das heißt, einmal der Pansen innen und dann im Blut. So. Und da wird spannend, hat man gesehen, dass also tatsächlich diese Alpha-Alpha-Pellets-Fütterung, die zu der Pansenazidose geführt hat, letztendlich aber nicht zu einer Entzündung geführt hat. Das heißt, wir haben also hier keine Erhöhung der Entzündungsmarker festgestellt. Ne? Also weder Haptoglobin noch dieses SAA noch LPS oder dieses Bindungsprotein vom LPS war erhöht. Wohl aber hingegen bei der Getreidefütterung waren im Prinzip die ganzen Werte waren zum Teil eklatant erhöht. Das heißt, zu gut Deutsch kann man sagen, dass also die Art der Fütterung, ne, leicht verdauliche Kohlenhydrate,
einen enormen Einfluss haben kann, letztendlich auf ein azidotisches Geschehen. Und eines wird hier auch klarer. Die Frage ist, wenn es der Pansen selber nicht ist, wenn der Pansen zwar total azidotisch ist, aber hier von hier aus per se eigentlich keine Veränderung im Blut macht, wer macht es dann? Das waren die ersten Hinweise, dass es etwas sein muss, was hinter dem Pansen passiert. Und da wurde immer mehr letztendlich dann auch der Darm, der da in den Mittelpunkt gerückt ist. Und man hat sich das so erklärt bei der Getreideazidose, dass eben diese leicht verdaulichen Kohlenhydrate, CaU-Gruppen, die dann verlassen den Pansen, wenn er nicht verdaut, also nicht leicht verdaulich, sondern schnell verdaulich, wo sie dann weitergehen und weitergegeben werden, die gelangen unverdaut, so ist der richtige Ausdruck, Entschuldigung, kommen dann in den Pansen und dort sind die bösen Buben, also das sind die Bakterien oder die dann spalten letztendlich und die gelangen dann letztendlich ins Blut und die machen die Entzündung dann. Ne? Und das ist dann der Leaky Gut. Den Leaky Gut, den wir vermehrt bei der Getreideazidose haben und eben bei einer Luzernefütterung, bei einer Alpha-Alpha, ne, haben wir es weniger. Deshalb, ne, also auch eine viel sichere, viel bessere sichere Fütterung, ne, die gerade halt eben auch in, ich sage jetzt mal, vielleicht in Israel und in Amerika Grundlage auch von hohen Leistungen ist. Hohe Gesundheit, hohe Leistungen. Ne? Und vielleicht aus der anderen Weise nochmal dargestellt, das heißt, wir haben das Darmrohr, die Innenseite, wir haben diese Bakterien, die gelangen durch den Leaky Gut in die Blutbahn, die ist hier weiß, vielleicht ein bisschen unglücklich, und zwar die Portalvene, das heißt, die werden abgefangen, die LPS durch diese Bindungsproteine, haben so Komplexe und das erste Organ, das also dem Darm nachgeschaltet ist, im venösen Blutfluss Richtung Herz, ist die Leber, das heißt, diese ganzen Moleküle, diese ganzen Komplexe wandern durch die Leber, werden dann abgefangen und werden rausgefischt. Das heißt, die lösen dort lokale Entzündungsreaktionen aus. Auch da haben wir wieder diesen Toll-like-Rezeptor. Das heißt, es kommt zu Entzündungen, Akutphaseproteine und zu Fehlfunktionen in der Leber. Aber auch, das ist wieder praktisch, das heißt, es führt dazu, dass viel Energie auch flöten geht. Und zwar Energie, die jetzt die Immunzellen, ne, in dem Zusammenhang einfach braucht, und wir schauen uns das nachher gleich an, den Warburg-Effekt, ganz interessant, weil es auch eine deutsche Geschichte ist. Und man sieht, und das ist jetzt der Punkt, wo man sagt, die Ketosekühe, ne, die fangen schon vorher an, vor der Kalbung, weiß man, die werden dann ketotisch, weil sie vorher schon irgendein Problem haben. Meistens jedenfalls ist es so. Und nach der Kalbung sieht man, dass also gerade diese Entzündungsmarker bei denen höher sind, als bei den Kühen, die gesund bleiben. Ne? Und da war das also der Zusammenhang das erste Mal klar, wo man sagt, Mensch, also irgendwo, Entzündung, Ketose, warum sehen wir das? Warum geht es immer Hand in Hand? Ne? Und zwar die ersten Hinweise dafür, dass man sagt, dieses alte Dogma stimmt so nicht mehr, dass also die Ketose nur durch Energiemangel entsteht, sondern wir müssen davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrzahl durch Entzündung passiert. Und wenn man sich das anschaut, und zwar die Prioritäten in der Nährstoffzuteilung. Ne? Wenn also ich sage, ich habe jetzt Hunger oder die Kuh sagt, sie hat Hunger, will was fressen. Der erste Bissen, wenn man sagt, dass am wenigsten letztendlich davon auskommen kann, von Nährstoffen, natürlich, das Herz muss arbeiten, keine Frage. Aber ist das Nervensystem, die Nerven selber sind am allerempfindlichsten, die haben einen sehr hohen Energiebedarf und die müssen erstmal abgesättigt werden. Und dann mal ganz im Ernst unter uns, wer denkt an das Immunsystem? Warum das Immunsystem schon an zweiter Stelle steht? Dann erstmal die Reproduktion. Und wir merken, wenn also die Versorgung von Nährstoffen nicht gut funktioniert, ist die Reproduktion das Erste, wo uns die Kuh die gelbe Karte zeigt oder die rote, die sagt, pass auf, ich habe hier ein Problem, wir brauchen gar nicht weiterreden. Also jetzt an Reproduktion und Vermehrung ist nicht zu denken. Ne? Ich bin hier unterversorgt, ich habe ein Azidoseproblem. Ne? Aber interessanterweise, das war mir wichtig, das Immunsystem ist noch übergeordnet, ist noch eine Stufe daran. Und erst wenn das gesichert ist, weil dann so Reproduktion gut klappt, gibt es auch Milch und wenn es Muskelabbau und dann erst am Ende der Laktation sehe ich auch die Adipose, wenn ich Überschuss habe, dann wird auch das Fettgewebe. Ne? So muss man sich das vorstellen. Und es ist ganz interessant eben an der Stelle, dass das Immunsystem ganz oben ist. So. Und der Otto Warburg war auch vorgeschlagen für den Nobelpreis. Und zwar, was hat er da erforscht? Und zwar hat er den Stoffwechsel, Immunstoffwechsel der weißen Zellen, und zwar bei Krebszellen, hat er erforscht. Aber was für uns interessant ist, ist jetzt Folgendes. Das habe ich bekommen freundlicherweise, wie viele von den Slides, die ich ins Deutsche übersetzt habe, eben von Lenz Baumgart und seiner Gruppe, dankenswerterweise, ist dieser Warburg-Effekt. Das heißt, wie ist das zu verstehen? Das heißt, eine Immunzelle, also eine weiße Blutzelle, ein Granulozyt, ein neutrophiler Granulozyt beispielsweise, so in Ruhephase, dann braucht er ab und zu mal einen Tropfen Benzin oder einen Diesel. Ne? Das ist dieses Molekül Glucose. So. Und damit letztlich produzieren am Ende ATP, ne, Adenosintriphosphat. Das ist im Prinzip eigentlich dann so die ganze Leistung und das Endprodukt und das Ganze funktioniert. So. Oder eben auch mit ein paar vielleicht Fettsäuren.
Jetzt wird es spannend. Das heißt, wenn jetzt das Immunsystem auf den Plan gerufen wird, aktiviert wird, na, wie wir es jetzt auch eben hatten durch die aktuellen Ereignisse, aber gehen wir nicht von aus, wir haben jetzt den durchlässigen Darm, plötzlich kommen Giftstoffe vom Darm in den Körper. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird, und das ist eigentlich ziemlich gleichzusetzen, das heißt, so läuft es. Das heißt, während wir normal ab und zu mal ein Glukosemolekül brauchen, ist es plötzlich so, kommen die im Dreier- und im Sechserpack, laufen da rein und in dieser Affengeschwindigkeit plötzlich haben wir also ein 5-, 6-faches, 10-faches an Energie, die wir sonst brauchen, bis im Extremfall. Und das erklärt das, wenn eine Kuh eine ganz heftige Entzündung hat, Blutvergiftung, na, also das sagt ja das Wort schon, so viel Gifte im Blut selber, dass eine Lebensgefahr besteht, dass das Immunsystem sich die ganze Energie holt, um das Leben zu sichern. Und deshalb, mich als Tierarzt, als junger Tierarzt damals in der Praxis, hat es mich immer gewundert, wieso Kühe von heute auf morgen auf null Milch fallen können, ne? Oder 5 Liter weniger oder wie auch immer. Und das hängt in vielen Fällen zu 90% damit zusammen, mit dem, was ihr da gerade seht. Das heißt, wenn das Immunsystem auf den Plan geschickt wird, aktiviert wird, zieht das die Energie ab. Und wie im Auto, ne? Das ist quasi Standgas links und das andere ist hier beim Automatikauto einmal ein Kickstart und deshalb permanent, ne? Und das ist schon heftig. Und eine weitere bahnbrechende Erkenntnis dieser Forschergruppe in Iowa City, war so letztendlich, zwar, die haben einfach mal geschaut, wie viel Energie braucht denn die Kuh? Ich habe das Beispiel eben gerade mit der E. coli-Mastitis und die haben das nachgebaut. Die haben also der Kuh auf der einen Seite LPS als Schlauch die Gifte ins Blut permanent, also tropfenweise zugeführt und haben dann geschaut, okay, pass auf, wie viel Glukose wird denn da verbraucht? Weil Glukose wird ja abgezogen für die Bekämpfung der Vergiftung, um das im Prinzip zu bekämpfen vom Immunsystem. Und haben sie auf der anderen Seite, in einem anderen Schlauch, haben sie das dann gemessen. Das haben sie hier gemessen. Ne? Das ist das Bild, wo sie Glukose dann gemessen haben und haben also letztlich die Menge an Glukose notiert und haben das dann errechnet. Eine geniale Versuchsstellung. Und die kamen wirklich dann drauf, dass so eine Kuh halt eben am Tag bis zu 2 Kilogramm Glukose braucht, um eine heftige Infektion zu beseitigen. Und deshalb war das letztlich auch das i-Tüpfelchen, wo man dann drauf kam, ja, gerade bei Hitzestress und bei Ketose, gerade diese Punkte, wenn es dann heftig wird, die Entzündung da ist, dass die Entzündung die Energie braucht und eben bis zu 2 Kilo ausmacht. Das ist heftig. Und das war der Versuch. Das heißt, das waren die Kontrollkühe. Man hat dann festgestellt, dass eben innerhalb von 12 Stunden 1 Kilogramm Glukose oder in 24 Stunden 2 Kilogramm Glukose. Und 2 Kilogramm Glukose sind verantwortlich für bis zu 60 Liter Milch, was man da generieren kann. Ne? Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.